Wie schlimm ist es? Ziemlich. Wir haben soeben den Kontakt zu zwei Außenposten verloren. Die Langstreckenscanner melden etwas Riesiges. Hat uns Shepard davor gewarnt? Ich wette mein Leben darauf. Wie viel Zeit haben wir? Nicht viel. Die Flotten haben Befehl zur Mobilisierung. Gott helfe uns allen. Commander, Sie sollen mich doch nicht mehr so nennen, James. Und salutieren soll ich auch nicht. Wir müssen gehen. Das Verteidigungskomitee will Sie sehen. Klingt wichtig. Was ist denn los? Haben Sie nicht gesagt. Nur, dass Sie gebraucht würden. Sofort. Anderson. Andrew. Sie sehen gut aus, Shepard. Vielleicht ein bisschen runder. Wie geht's Ihnen, seit Sie suspendiert wurden? Naja, wenn man sich erstmal an gutes Essen und weiche Betten gewöhnt hat. Wir kriegen das schon hin. Was geht hier vor? Warum haben es alle so eilig? Admiral Hackett mobilisiert die Flotten. Das Allianz-Oberkommando weiß es inzwischen. Da kommt was Großes auf uns zu. Die Reaper? Wissen wir nicht. Nicht sicher. Was soll's denn sonst sein? Wenn ich das wüsste. Es sind die Reaper. Und wir sind nicht bereit. Bei weitem nicht. Sagen Sie das dem Verteidigungskomitee. Wenn wir die Reaper nicht totquatschen wollen, ist das Komitee Zeitverschwendung. Sie haben nur Angst. Keiner hat gesehen, was Sie gesehen haben. Sie sind einem Reaper begegnet, haben mit einem gesprochen und ihn gesprengt. Sie wissen, wie Sie uns ernten und was Sie mit uns vorhaben. Niemand kennt diesen Feind besser als Sie. Bekam ich deshalb Arrest? Noch dazu ohne Schiff? Sie wissen, dass es nicht so ist. Nach Ihren Aktionen, jeder andere wäre angeklagt, verurteilt und entlassen worden. Ihr Wissen über die Reaper hat verhindert, dass es dazu kam. Sie waren auf meiner Seite. Ja, ich vertraue Ihnen, Shepard. Und das Komitee auch. Ich bin nur ein Soldat, Anderson. Kein Politiker. Sollen Sie auch nicht sein. Ich will nur, dass Sie alles Menschenmögliche tun, um die Reaper aufzuhalten. Sie werden beide erwartet, Admiral. Viel Glück da drin, Shepard. Anderson! Shepard! Ashley? Lieutenant Commander, wie lief's da drinnen? Das weiß man bei denen nie. Ich warte jetzt auf Befehle. Lieutenant Commander? Wussten Sie es noch nicht? Nein, ich bin momentan nicht besonders gut informiert. Das tut mir leid, Sir. Es war nicht meine Absicht. Es ist ja nicht so, dass Sie mir den Reaper-Angriff verschwiegen hätten. Wohl wahr. Admiral? Gehen wir. Sie kennen den Commander? Von früher. Admiral Anderson, Shepard. Wie ist die Lage? Das wollten wir von Ihnen hören. Sowas wie diese Berichte haben wir noch nie gesehen.
Wir haben den Kontakt mit den Kolonien und allem jenseits des Zollportals verloren. Was es auch ist, es muss unfassbar mächtig sein. Ich soll doch nur bestätigen, was Sie bereits wissen. Die Reaper sind da. Und wie halten wir sie auf? Aufhalten? Vergessen Sie Strategie und Taktik. Hier geht's ums Überleben. Die Reaper sind höher entwickelt als wir. Mächtiger, intelligenter. Sie fürchten uns nicht und werden niemals Mitleid mit uns haben. Aber es muss einen Weg geben. Jeder von uns muss bereit sein, für die Rettung der Menschheit sein Leben zu geben. Andernfalls haben sie bereits gewonnen. Mehr nicht? Das ist der Plan? Luna-Basis-Kontakt abgebrochen, Admiral. Der Mond? So nah können sie noch nicht sein. Wie umgingen sie unsere Verteidigung? Großbritannien hat Sichtkontakt, Sir. Irgendwas von Admiral Hackett? Was sollen wir tun? Das einzig Mögliche. Wir kämpfen oder wir sterben. Wir sollten zur Normandie. Sind Sie das? Wie ist Ihr Status? Ich kann die Normandie nicht erreichen. Sie müssen sie kontaktieren. Wir treffen uns bei der Landezone. Anderson, Ende. Sie sind gewaltig. Los jetzt, Shepard. Ashley ist unterwegs zur Normandie. Sie nehmen uns auf, wenn wir es bis zum Raum schaffen. Gehen wir. Achtung! Wie hält man etwas derart Mächtiges auf? Springen Sie aus vollem Lauf. Es ist weiter, als es aussieht. Los jetzt, gehen wir! Sicher aus. Gehen wir. Lieutenant Commander, empfangen Sie mich? Shepard hört auch mit. Wir haben die Normandie fast erreicht. Lieutenant Vega ist bei mir, aber wir liegen unter schwerem Beschuss. Husks! Schalten Sie sie aus. Keine Munition mehr. Los doch, wir haben es eilig. Wir müssen diese Dinge auf die altmodische Art erledigen. Er darf sie nicht zu packen kriegen.
müssen einen Weg hier rausfinden. Vorsicht! Hier entlang. Nimm meine Hand. Sie können mir nicht helfen. Shepard! Hierher! Ach, hier herrscht ja ein heilloses Chaos. Jede Minute, die diese Maschinen hier sind, sterben Tausende von Unschuldigen. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Sie sind für die Toten nicht verantwortlich. Wir kämpfen für die, die noch stehen, wenn es vorbei ist. Ja, Sie haben wohl recht. Der Angriff kam so plötzlich. Ach, ich dachte, wir würden mehr Zeit haben. Wir wussten, dass Sie kommen. Und trotzdem haben Sie unsere Verteidigung einfach durchbrochen. Wir müssen zur Citadel und mit dem Rat reden. Zur Citadel? Der Kampf findet hier statt. Bald wird er überall sein. Sie haben es selbst gesagt. Die Reaper vernichten alles, wenn wir sie nicht aufhalten. Der Rat muss uns helfen. Sind Sie da sicher? Nein, aber Sie waren ein Spekter des Rats. Das muss doch etwas zählen. Patsy! Danke. Ich schulde Ihnen was. Einiges. Schnappen Sie sich Munition. Nachladen und immer in Bewegung bleiben. Lieutenant Commander Williams, der Raumhaft ist in Sicht. Ankunft in 3 Minuten. Lieutenant Commander! Ashley! Ja, das ist eine Schwierigkeit. Sind Sie beide in Ordnung? Runter! Die sehen Sie! Halten Sie Ihren Kopf runter! Gut! Was ist hier geschehen? Unser Shuttle wurde abgeschossen. Wir haben es nur knapp geschafft. Haben Sie Funk? Wir müssen unser Schiff erreichen. Nein, im Shuttle ist eins, aber da drin wimmelt's nur so von diesen Dingern. Bleiben Sie hier, Matron. Wir holen Sie hier raus. Dann los, nichts mehr hin zu dem Shuttle. Thank you.
sind das denn für Dinger? Shepard, hier drüben! Ich habe ein Funkgerät gefunden. Normandy, hier spricht Anderson. Hören Sie mich? Was ist Ihre Position, Admiral? Bei einem abgestürzten Shuttle im Hafen. Ich aktiviere sein Notsignal. Schicken Sie Unterstützung. Wir haben Verwundete. Lieutenant! Ich habe das Signal verloren. Hoffentlich funktioniert das Notsignal. Und zwar bald, wir haben Gesellschaft. Munition aus! Willkommen zurück, Shepard. Danke! Shepard! Kommen Sie! Ich gehe nicht. Von diesen Männern gibt es noch 1 Million mehr und sie brauchen einen Anführer. Das ist unser Kampf! Diesen Kampf können wir aber nicht gewinnen, nicht ohne Hilfe. Wir brauchen jede Spezies und ihre Schiffe, um eine Chance auf einen Sieg über die Reaper zu haben. Überzeugen Sie den Rat davon, dass er uns hilft.
Und wenn sie nicht auf uns hören? Dann sorgen sie dafür, dass sie es tun. Und jetzt gehen sie. Das ist ein Befehl. Ich nehme von ihnen keine Befehle mehr an. Schon vergessen? Hiermit sind sie wieder im Dienst, Commander. Sie wissen, was zu tun ist. Ich komme zurück und ich bringe jede Flotte mit, die ich finde. Viel Glück. Für Sie auch, Shepard. Was zum Teufel ist los? Wo ist Anderson? Wohin soll's gehen? Hey! Wir gehen. Wie, weg? Was ist hier los? Anderson will uns auf der Citadel, um Hilfe für den Kampf zu holen. Quatsch, das wird er niemals befehlen. Er sieht eben, was los ist. Ohne Hilfe ist der Krieg schon vorbei. Dann setzen Sie mich beim nächsten Depot ab. Denn ich... Es reicht, Lieutenant! Sie wollen nicht weg. Okay, aber das ist keine Demokratie. Wir fliegen zur Citadel. Sie können dort einen Rückflug buchen, wenn Sie wollen. Commander! Joker, sind Sie das? Ihr lebt und lebt. Ich habe hier einen Notruf von Admiral Hackett für Sie. Durchstellen. Shepard, wir haben schwere Verluste erlitten. Der Übermacht, die mit konventionellen Mitteln nicht besiegen. Anderson hat mich schon zur Citadel beordert, ich soll mit dem Rat reden. Außenposten auf dem Mars. Kontrolle über das System verloren. Jawohl, Sir. Wir haben im proteanischen Archiv Dr. Tosoni nachgeforscht. Die Reaper aufzuhalten. Einziger Weg, sie zu besiegen. Ich melde mich. Hackett Ende. Joker, nehmen Sie Kurs auf das Mars-Archiv. Mars? Hat erledigt. Das ist Loco. Warum der Mars? Was glaubt er denn, was wir dort finden? Weiß ich nicht, aber wenn es uns hilft, diesen Krieg zu gewinnen... Zusammenpacken.
Ich habe versucht, über sichere Kanäle den Mars zu erreichen, aber niemand antwortet. Anzeichen von Reaper-Aktivität? Negativ. Edie? Die Basis scheint online zu sein. Möglicherweise wurden die Bewohner evakuiert. Das werden wir schon bald wissen. Halten Sie sich bereit, Joker, nur für den Fall. Verstanden. Norman, die Ende. Wir sind fast da. Immer noch kein Kontakt zur Basis, aber es kommt ein schwerer Sturm in unsere Richtung. Wie lange bis er da ist? Höchstens eine halbe Stunde. Danach werden wir Probleme bei der Kommunikation mit der Normandy kriegen. Verstanden. Verdammt, das ist ein heftiger Sturm. Aus der Nähe wirkt er viel größer. Ach was, Lieutenant. So schlimm ist es nicht. Er kann uns aber trotzdem umbringen. Der Krieg auf der Erde macht mir mehr Sorgen. Oder der Umstand, dass niemand Meldung macht. Okay,